Heute ist Glitzmas-Tag Nummer 8 und heute gibt es ein Bath & Body Works Christmas Kerzen Weihnachts Haul für euch und natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen, aber erstmal eins nach dem anderen und zwar das Intro jetzt. Bitteschön. Wir waren ja in Istanbul vor, oh Gott, ich glaube 3 Wochen. Ja. Und natürlich habe ich da zugeschlagen, denn in Dubai 3-4 Wochen davor oder so, 4 Wochen hat es nicht geklappt, weil wir nachts in Dubai waren am Flughafen und da hat es sich dann halt nicht gelohnt rauszugehen, weil keine Mall offen hatte. Also musste ich auf Istanbul warten. Für alle, die sich interessieren für Bath & Body Works Kerzen, die gibt es leider nicht in Deutschland, beziehungsweise nur einen Online-Shop. Es gibt sonst noch in Warschau, in Moskau, in Istanbul, in Dubai, in Kairo, in keine Ahnung wo alles, nur halt nicht in Deutschland. Aber solltet ihr Freunde, Familie, Bekannte haben, die vielleicht auch in Amerika leben oder sollte euer nächster Urlaub in irgendeine der Städte gehen, dann bedenkt doch bitte, dass es da Bath & Body Works gibt. Ja, lege ich jetzt einfach mal los, weil 15 Kerzen ist einiges. Hier, ich greife schon und zwar Twisted Peppermint. Ich glaube, ich muss zu der Verpackung von Bath & Body Works nicht viel sagen. Das sind einfach die süßesten Bilder und Aufkleber, die es gibt. Wer hier nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dem kann ich persönlich auch einfach gar nicht mehr helfen. Sorry, not sorry. Übrigens, alle Kerzen, die hier heute gezeigt werden, riechen absolut nicht künstlich, wie ich finde, sondern wirklich sehr echt. Und genauso riecht die. Die riecht so nach Pfefferminze, aber nach so einer süßen Pfefferminze. Oh. Da ist irgendetwas noch Süßes mit bei. Ich kann es hier hinten leider nicht lesen, weil es nicht draufsteht. Die nächste wäre Eukalyptus Mint. Und zwar, oh, ich liebe diese sleeke Verpackung. Dieses sehr schlichte. Mmh. Die riecht so sanft. Nach ganz leichten Eukalyptus. Und dann noch so ein bisschen ganz leicht minzig. Absolut nicht süß, sondern eher so sehr sanft, sehr pudrig, sehr entspannend. Okay, Buttercream Icing. Das ist echt hart. Das ist wirklich... Okay, ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt in eine Wohnung rein, wo gerade Plätzchen gemacht werden oder so Cupcakes Frosting. Und ihr riecht eigentlich nur eine Sache, und zwar Butter, Buttercreme, Vanille... Und ihr riecht irgendwie noch so ein bisschen Plätzchen, aber mehr so dieses, oh Gott, ihr kommt rein und alles ist so warm und so kuschelig. Und ja, das hier ist sehr stark süß. Sehr stark süß. Wirklich sehr, sehr stark süß. Boah, ist das gut, hey. Ich liebe es. Der Bestseller von Bath & Body Works wohl, sagte man mir zumindest in Istanbul, ist Mahagoni Teakwood. Hm. Oh. Okay. Das hat mit süß oder so nichts am Hut. Das ist sehr, so eine Mischung aus herb, frisch, männlich, aber so, ich weiß nicht, ein sehr luxuriöser Duft. Wie gesagt, nicht süß, nicht fruchtig. Vanilla Bean Noel. Oh mein Gott, schon wieder mit so einem süßen Bären und Waldweihnacht und Glitzer. Und die habe ich mir 2-mal geholt, weil es so eine Aktion gab. Zahle 3, bekomme 5 Kerzen. Sehr subtiler Vanilleduft. Also nicht zu süß, aber auch nicht zu unterschwellig. Irgendwie... vanillig und so ganz, ganz leicht fruchtig. Mein Handy klingelt. Nochmal Mahagoni Teakwood für meine Schwester. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass 6 Kerzen für meine Schwester sind? Ja, die hatte nämlich eine Wunschliste. Oh mein Gott. Mary Cookie ist die Kerze hier und... Okay. Das erinnert mich an eine Yankee Candle Kerze. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Ich glaube sogar auch irgendwas mit Cookie. Das riecht so unglaublich süß, aber das riecht so einfach Cookies süß. Genauso wie Cookies riechen, wenn ihr irgendwo reinlauft und es werden Plätzchen gemacht oder Cookies oder Kuchen. Fresh Sparkling Snow. Oh mein Gott. Hier ist ein Weihnachtshase und Häuser und alles ist weihnachtlich. Mhm. Das riecht sehr fruchtig. Da ist irgendwas Fruchtiges drin.
aber trotzdem frisch. Ich bin Schlittschuhlaufen am ersten Weihnachtsfeiertag mit meiner Family in München und wir trinken Punsch und oh, herrlich, großartig. Ich zeige es euch gleich zweimal hier, Leaves, eine meiner absoluten Lieblingskerzen für den Herbst. Und wenn ich die rieche, wünsche ich mir echt den Herbst zurück, weil oh, die riecht so nach, ganz komisch, so nach Äpfeln, aber dann trotzdem irgendwie so würzig, aber so ganz leicht würzig und irgendwie wirklich nach Blättern. Also es riecht irgendwie total nach Herbst und die habe ich mir natürlich zweimal mitgenommen. Ja, weil eine nämlich für euch ist. Aber dazu gleich mehr. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Das ist wirklich meine absolute Lieblingskerze. Nachdem ich dann meine 16 Kerzen zusammen hatte, wusste ich dann auch nicht mehr, was ich noch nehmen soll. Also habe ich zu Mr. Perfect gesagt, bitte geh du doch und kauf dir einfach irgendeine, die dir gefällt. Und er hat sich für Flannel entschieden oder Flanell. Oh, und die riecht, ich weiß nicht, ob ich sie mögen soll oder nicht mögen soll. Sie riecht sehr männlich, sie riecht sehr frisch. Sie riecht auch irgendwie nach frisch gewaschener Wäsche, aber dann trotzdem irgendwie so nach... nach männlichem Duschgel. So eine ganz, ganz komische Kerze, beziehungsweise ein komischer Duft, wo ich wirklich nicht weiß, ob ich ihn mag. Die nächste Kerze ist definitiv für meine Schwester. Denn sie riecht, sie liebt Vanille und mein Auftrag in Istanbul war, kaufe alles, was Vanille hat und süß ist. Und das ist echt so, wie so eine Vanilleschote, wirklich, wie so eine Vanilleschote. Okay, vor 3 Jahren habe ich eine Freundin aus Amerika, die dort lebt und studiert hat, gesagt, oh bitte, bitte bring mir, wenn du mir die anderen Kerzen von Bath & Body Works mitbringst, bring mir doch bitte Sweat the Weather mit, weil ja alle damals und vor allem Miss Glamorazzi hier auf YouTube so darüber geschwärmt hat und leider war die in San Francisco in dem Store ausverkauft. Und jetzt habe ich sie endlich. Sweat the Weather riecht für mich so, oh, kennt ihr das, ihr wacht morgens auf? Im Herbst, macht euch einen frisch gepressten O-Saft und dann macht ihr die Tür auf vom Balkon und ihr riecht diese herbstliche, nicht zu kalte Luft, so ein bisschen mild, aber trotzdem kalt. Oh, großartig. Und als allerletztes Black Tie. Bath & Body Works macht ja so zu Silvester manchmal so ein anderes Design, was ich auch zur Abwechslung sehr, sehr schön finde. Und oh mein Gott. Oh. Okay, Leute, das hier könnte definitiv eine meiner absoluten Lieblingskerzen werden. Neben Leaves. Das hier riecht für mich wie einfach nur pure Luxus. Mich erinnert es total an Spa. Übrigens ist es nicht die letzte. Es gibt noch ein paar, oder? Eine? Ja. So männlich, herb. Trotzdem frisch, aber total sexy irgendwie. So, Stress Relief Anti-Stress. Boah, Leute. Okay. Ihr befindet euch in einem Spa-Bereich, in einem sehr tollen Spa-Bereich, in einem vielleicht Luxus-Spa-Bereich. Euch geht's unfassbar gut. Ihr habt keinen Stress, nirgends. Nicht in der Schule, an der Uni, auf der Arbeit, nirgends. Ihr seid absolut relaxed. Ihr kriegt eine Massage. Pudrig. Sehr leicht. Ganz leicht süß, aber so. Boah, sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Kann ich mir im Schlafzimmer richtig gut vorstellen und wird wahrscheinlich auch im Schlafzimmer angezündet. Ihr könnt ja Leaves gewinnen. Bitte, 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 damit alles reibungslos abläuft, schaut unten in die Infobox rein. Da steht alles nochmal drin, was ihr genau tun müsst. Und ja, mein Tütchen ist leer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einem neuen Video. Ansonsten könnt ihr auch hier oben draufklicken auf das i. Geht auch vom Handy. Und da seht ihr dann meine letzten beiden Videos. Bis morgen, meine Lieben. Oh, vergesst Instagram nicht. Da bin ich natürlich auch, ne? Das wisst ihr. Bis morgen.